Rentenanpassung 2023. Der Referentenentwurf zur Rentenwertbestimmungsverordnung ist veröffentlicht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie sehen es im Hintergrund, am 20.03.2023 hat ja der Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales, die Rentenerhöhung 2023 angekündigt. Im Westen gibt es 4,39% mehr Rente und im Osten 5,86% mehr Rente. Wir haben dann ab dem 1.07.2023 einen einheitlichen Rentenwert von 37,60 € pro Entgeltpunkt. Ich lag leider ein wenig daneben mit meiner Vermutung, dass der Referentenentwurf zur Rentenerhöhung, die sogenannte Rentenwertbestimmungsverordnung, erst im April 2023 kommen wird. Ich hatte ja im Vorfeld schon ein Video gedreht und da gemutmaßt, dass das wahrscheinlich erst im April kommen wird. Aber ich lag daneben. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat diesen Referentenentwurf schon am 29. März 2023 veröffentlicht. Ja, und das ist natürlich auch wichtig für Sie, dass Sie das wissen, denn jetzt haben Sie auch die Sicherheit, dass von höchster Stelle sozusagen auch der Gesetzestext dargelegt ist, wie es denn überhaupt zur Rentenerhöhung gekommen ist, dann diese ganzen vielen komplizierten Berechnungen und Formeln. Und wer da Lust hat, kann sich das gerne mal angucken. Dieser Entwurf muss nunmehr durch die Bundesregierung in einen Kabinettsbeschluss beschlossen werden. Und mit diesem Beschluss geht sozusagen das Gesetzgebungsverfahren für diese Rechtsverordnung seinen Gang bis zum Bundespräsidenten, der dann diese Verordnung gegenzeichnet und der Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Sicher wird die Rentenversicherung schon die Programmierung zur Umstellung der Renten ab dem 1.07.2023 vornehmen. Es ist nämlich gar keine einfache Sache, bei über 21 Millionen Renten das so mal ohne weiteres vorzunehmen. Aber die Rentenwertbestimmungsverordnung ist zwingend notwendig, weil ohne diese Verordnung eine Rentenerhöhung zum 1.07.2023 rechtlich nicht möglich ist. Da kann Hubertus Heil verkünden, was er will. Wir brauchen diese Verordnung. Und deshalb ist es eine gute Nachricht für alle gesetzlichen Rentner. Die Rentenerhöhung zum 1.07.2023 kann kommen. Näheres zum Thema Rentenerhöhung 2023 finden Sie wie immer auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.